Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farm Manager 21. Ja, wir sollen jetzt Bio-Karotten und Bio-Petersilie auf einem Feld anbauen. Das heißt, wir werden den Acker hier einmal. Achso, der wird gerade geerntet, ne? Der kann geerntet. Nach der Ernte bauen wir den um. Dann machen wir hier einmal. Ich kann die Pflanze nicht ändern, okay. Kann ich denn hier ändern? Ja. Dann fangen wir da an. Mit Karotis in Bio, bitte. Kann ich jetzt hier die Frucht ändern? Nö. Wahrscheinlich, weil der Traktor mit der Spritze für den Acker hier noch unterwegs ist. Zack, wird der ganze Hanf untergepflügt. Das ganze Gespritze könnte man sich eigentlich sparen, wenn ich nur die Möglichkeit hätte zu sagen, nee, will ich nicht mehr. Ja, möchte ich ändern. Bio-Äpfel. Ja, möchte ich ändern. Wieder sehe ich, nein. Bio. Bio-Äpfel ist fertig, das sind schon Äpfel. Okay, so schnell geht das. Okay. Ja, ich wusste es, ich brauche einen neuen Parkplatz. Ich hoffe, der passt hier oben. Ja, könnte noch. Nee, so. Ja, nice, passt gerade noch so hin. Und ich brauche jetzt nämlich dieses Obstdingen. Ach, ich hätte hier auch noch Plätze gehabt, ne? Bin ich blöd. Ja, dann machen wir die Eltern erstmal hier hin. Und ich brauche diesen kleinen Traktor.
Ja gut, so ein Parkplatz ist ja jetzt nicht verkehrt. Ich sehe gerade, es läuft natürlich auch schon wieder mal keine Weiterbildung, weil ich das verpennt habe. Und wir haben keine Früchte für Öl mehr. Aber ich glaube, wir haben noch Bio-Soja. Haben wir den noch im Lager? Machen wir eine Runde Karottensaft. Oder wir machen erstmal eingelegte Gurken. Hier haben wir bestimmt auch noch. Achso, Feldspritze für Obstanbau fehlt auch noch. Okay. Da nicht mehr hin. Dann da. Das heißt noch Bio-Petersilie, dann haben wir die Aufgabe fertig. Mit diesem kleinen Traktor. Na, kommt noch Bio-Petersilie jetzt auch dazu, oder? Ach, das kann ich mir ge- Ah, weil es zu kalt ist. Okay. Schauen wir doch mal, was wir verkaufen können. Ich denke mal, den Winter überspringen wir auch einfach. Die Öle lassen wir mal noch. Stroh können wir auf jeden Fall was verkaufen. Sauerkraut, Eier, Beeren. Das Öl lassen wir noch. Okay. Ich gucke, dass wir noch mal Hanföl produzieren. Der Käse ist auch noch gut im Preis.
Kaufen wir das noch mal. Haben wir schon wieder 800.000 aufs Konto bekommen. So, 3 Tage, dann ist auch der Lehrgang wieder durch. Oh, gibt noch mal Gras. Na, herzlichen Dank. Beendet. Karottensaft. Schulung beendet. Das heißt, neue Schulung annehmen. Nee, falsch. Okay, der Soja wird, ne, der Soja, das Soja wird noch mal geerntet. Das ist gut, da kriegen wir auch noch mal hier Soja. Wir hatten noch Hanf, ne? Jetzt ist Hanf immer loswerden. Oder für mir den Hanf. Das Hanf, den Hanf, der Hanf. Ja, damit. Hast schon wieder keine Karotten mehr? Kohl haben wir noch jede Menge. Machen wir schön Hanföl. So, 2 Tagen kommt der. Und das Soja runter, und was machen die Karöttchen? Außer cool aussehen. 23 Tage, okay. Oh, gibt nur einen Kohl. Schulung beendet. Ja, Rechnung senken ist doch top. Oh, hier wird auch noch mal geerntet. Auch noch mal Hafer, oha.
Okay, jetzt können wir wieder auf Soja umstellen. Ach, hier kann ich auch gleich noch mal Leinöl machen. Ist ja auch gleich schon wieder fertig. Die Schulung auch schon wieder durch? Die waren nur 7 Tage. Fährt der Trecker mit dem Kohl nicht wieder nach Hause? Jetzt aber noch mal um wieder auf Leinöl. Oha, Rüben sind auch noch mal gut. Fleißig geflügt vom Winter. Und Körbchen. Schulung beendet. Was denken wir doch, die rechnen wir noch mal, ne? So, eine Ladung Karotten. Jetzt wird es nochmal Hafer. Dann müsste der Winter auch schon fast da sein. Oh, der Träger ist kaputt gegangen. Müsste der Handwerker kommen.
Oha, wir haben Winter. Ah, ich glaube, ich kann aber noch nicht überspringen wegen Feldarbeit, ne? Doch können. Ach nee, kann ich noch nicht. Nee. Das Gras wird jetzt noch eingeholt und das Stroh wird noch eingesammelt. Aber ich denke mal, wenn ich auf die Uhr gucke, machen wir das in der nächsten Folge weiter. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, bitte gerne ein Abo dalassen. Wer abonniert, auch die Glocke klicken, bitte. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag und ciao, ciao.